Mit unseren rund 30 Gesellschaften im DVV-Konzern bieten wir der Stadt Duisburg und den Bürgern ein breites Spektrum an Leistungen im Bereich Versorgung, Mobilität, IT und Services. Dabei ist es aber entscheidend, dass wir mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und unseren Ressourcen schonend und entsprechend einsetzend umgehen. Der Kauf der neuen Straßenbahn ist ein Meilenstein für einen zukunftsfähigen Nahverkehr in Duisburg und eine gute Entscheidung für die Fahrgäste. Sie sind topmodern ausgestattet und bieten mehr Platz und Komfort. Für uns als Unternehmen sind die neuen Straßenbahnen eine Absicherung des Betriebes für die Zukunft und sie sichern eine Menge Arbeitsplätze ab. Uns war sehr wichtig, dass wir einen Finanzierungspartner finden, der die Komplexität des ÖPNV-Finanzierungssystems versteht und diese im Finanzierungsvertrag entsprechend berücksichtigt. Langfristige Erfahrung im Bereich von Planungssicherheit, aber auch mit den speziellen Anforderungen an kommunalnahe Finanzierung sind dabei wichtig. Die Helaba bringt diese Erfahrung mit sich. Die Finanzierung der Straßenbahn war für die Helaba deshalb ein so sinnvolles Geschäft, weil wir hier die Möglichkeit hatten, unter Beweis zu stellen, dass wir auch in besonderen Finanzierungsfragen für die öffentliche Hand gute Lösungen anbieten können. Unsere Mitbewerber haben das auch versucht. Wir haben uns damit durchgesetzt und mit unserem Ansatz. Und das zeigt, dass wir unserer Aufgabe und unserem Anspruch hier gerecht geworden sind. Eine Vorbildfunktion für ähnliche Deals bietet diese Transaktion auch, weil bekannt war, dass mehrere Verkehrsunternehmen zu annähernd gleichen Zeit vor ähnlichen oder vergleichbaren Situationen stehen. Und so konnten wir dieses Modell mittlerweile auf insgesamt 3 Mandate schon verteilen, die wir erfolgreich gewonnen haben und sind auch gerade in Gesprächen, dieses Modell auf ganz andere Sektoren im öffentlichen Bereich anzuwenden. Das zeigt, dass es sich gelohnt hat, die Arbeit zu investieren und diese Idee zu entwickeln.